Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Es gibt ein paar Dinge zu berichten. Erstens habe ich mir jetzt wieder die Spieler gekauft, die ausgelaufen sind oder bald auslaufen. Da habe ich mir die Non-Rare-Spieler halt wieder gekauft, damit wir keine Verträge ausgeben müssen. Dann habe ich mir mal die Zeit genommen und habe mir die Manager, die goldenen Manager angeschaut, die man so kaufen kann, und habe gemerkt, dass die extrem billig geworden sind im Vergleich zu früher, und habe mir jetzt so viele Manager gekauft, dass ich jetzt einen Vertragsbonus von 50% bekomme. Also passt auf. Gehen wir einfach mal auf irgendeine Mannschaft drauf. Wenn ich jetzt theoretischerweise einem Spieler einen Vertrag geben würde, dann steht da hier, also hier in der Zeile gleich, Mitarbeitermodifikator in Klammern 50%. Das ist das Maximum. Das heißt, statt 13 Verträge würde ich jetzt halt 25 bekommen und bei den seltenen Goldverträgen statt 28 sogar 48. Und ja, wie gesagt, früher waren diese Manager extrem teuer, deswegen habe ich die nicht gekauft, aber mittlerweile sind die halt so billig, dass sich das lohnt. Und dann wurde mir halt auch noch gesagt, dass man, wenn man die seltenen Silberpacks sich kauft, dass man damit halt leicht Plus machen würde und die Verträge davon verwenden kann. Das wollte ich auch mal ausprobieren, ob das stimmt. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal drei solche seltenen oder Premium Silberpacks kaufen für, ja, reichliche 10.000 Coins und würde dann logischerweise die Verträge selber behalten, die drin sind. Dann müssen wir mal gucken, was die ungefähr wert sind. Und dann würde ich halt gucken, wie viel Geld ich aus den Spielern rausbekomme. Und ja, dann könnte man ja zumindest mal so nach dem Gefühl schauen, ob das wirklich im Durchschnitt profitabel sein könnte. Also mal ein ganz kleines... Ach so, ich muss erst die... Ja, das sind die Spieler, die ich halt schon für die Zukunft mir gekauft habe. Die können wir erstmal nicht in den Verein packen, weil ich die ja logischerweise schon drin habe. Deswegen zwischenlagern wir die erstmal auf der Transferliste. Aber verkaufen werde ich jetzt logischerweise nicht. Und dann kaufe ich mir jetzt drei Silber-Premium-Packs. Nur um mal zu schauen, ob man damit wirklich so leicht Plus macht. Also, kleines Pack-Opening für euch. Ich kann halt logischerweise die Silberspiele überhaupt nicht einschätzen. Das Ding ist aber halt einfach, dadurch, dass relativ wenig Leute sich die Silber-Packs kaufen, sind halt auch relativ wenig Silberspieler auf dem Markt. Also es könnte halt schon sein, dass dann des Öfteren mal ein Silberspieler dabei ist, der schon gut Geld gibt, weil er einfach so selten auf dem Markt ist. Jetzt zum Beispiel ein Funny, könnte ich mir schon vorstellen, bekannter Silberspieler, dass der vielleicht den ein oder anderen Coin einbringt. Das werde ich dann aber offline machen. Das heißt, ich werde die Silberspieler offline verkaufen und dann das zusammenrechnen und gucken, ob man da im Durchschnitt wirklich auf die knapp 4000 Coins kommt, die so ein Pack da kostet. Die Trainingskarte kann man zum Beispiel auch verkaufen. Im Endeffekt werde ich jetzt einfach mal alles auf die Liste setzen, außer halt Verträge. Ich weiß nicht, normaler Silbervertrag wird wahrscheinlich so 500 Coins wert sein, also das wären halt schon mal 1000. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht genau, aber so ungefähr würde ich mal sagen, um die 500. Und ein seltener Silbervertrag wahrscheinlich sogar so um die, ja, 800, 900 vielleicht. Das heißt, da haben wir jetzt schon knapp 2000 Coins nur über die Verträge. Falls das so stimmt, das weiß ich nicht genau. Weil ich da noch nicht geschaut habe, müsste ich erst schauen. Aber das wäre jetzt so meine erste Schätzung. Ja, okay, den Bronzevertrag, den können wir vernachlässigen. Verletzungen können wir auch vernachlässigen, die bringen auch kein Geld. Und die Trikots oder sowas bringen auch kein Geld. Also den Rest kann ich alles im Verein speichern. Das war Pack Nummer 1. Oder ich kaufe mir einfach nur ein Pack, guck, was das einbringt. Beim nächsten Mal kaufe ich mir wieder ein Pack. Das könnte auch reichen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, drei Packs zu kaufen. Wir wollen ja auch zocken, ne? So, dann würde ich nämlich sagen, spielen wir mit unserem Premier League Team. Das wäre doch mal ganz cool. Falls wir halt irgendwann mal reinkommen.
Ach ja, und dann habe ich noch was anderes gemacht, und zwar habe ich nämlich gelesen, da hatte jemand geschrieben, also nicht von euch, sondern auf Facebook habe ich das gelesen, da hat jemand geschrieben, dass er einen Trick wüsste, wie man verhindern kann, dass das Spiel abstürzt, etc. Und zwar halt geht man einfach ins Spiel rein, komplett ins Spiel rein, drückt auf Anstoß, danach geht man aus dem Spiel vom Spiel auf den Desktop, also man geht nicht aus dem Spiel raus, man beendet nicht das Spiel, sondern man springt einfach auf den Desktop, geht in Origin rein und stellt da oben links im Menü ein, dass man Origin offline ist und dann soll das funktionieren ohne Abstürze. Ob es klappt, weiß ich nicht, aber ich habe es so gemacht. Das heißt, ich habe mein Origin-Fenster mal auf offline gestellt und mal schauen, ob wir da jetzt keine Probleme mehr haben. Werde ich jetzt einfach immer machen, solange bis ich halt merke, okay, es bringt gar nichts. Okay, er switcht Rot gegen Weiß. Ja, sehr gutes Bundesliga-Team bei ihm mit Aubameyang und Lewandowski in relativ schneller Sturm, vor allem Aubameyang, aber auch Lewandowski nicht der langsamste. Götze natürlich als Mittelstürmer nicht schlecht und relativ fix. Reus und Robben als ZMs. Also wenn das keine Pacer ist, weiß ich auch nicht. Er nimmt halt keine Formation mit einer LM und RM, sondern packt einfach die LM und RMs als ZMs rein, weil er Bock drauf hat. Wenn er möchte, okay, hoffen wir, dass er spielerisch vielleicht nicht so gut ist und vor allem seine Pace nicht auf den Platz bekommt. Mal gucken, ich spiele auf ausgeglichen. Mach meinen ruhigen Spielaufbau, also versuch den natürlich. Ob ich den hinbekomme, ist dann die andere Frage. Schlecht gedribbelt von mir, aber Glück gehabt, dass das dann nur ein Einwurf wird. Dann soll er eigentlich nicht einwerfen, aber das war jetzt nicht so schlimm, weil es trotzdem geklappt hat. Gut von ihm rausgegrätscht. Schade, da habe ich eigentlich schon Möglichkeiten. Da habe ich eigentlich schon Möglichkeiten gesehen, um durch zu sein. Das war einfach ein guter Pass von ihm auf seinen schnellen Stürmer. Ich konnte nichts mehr machen. Und guter Abschluss. Ja, was soll ich sagen? War gut gespielt von ihm. Okay, hoffen wir mal, dass ich vielleicht auch die ein oder andere Chance noch bekomme. Oh, das war eigentlich eine sehr gute Chance. Ich habe eigentlich auch versucht, ins lange Eck zu schießen. Deswegen verstehe ich gerade nicht so ganz, wieso der da ins kurze Eck schießt. Also ich dachte eigentlich, hätte er auf lange gezielt, aber da habe ich mich wohl geirrt. Sehr schön. Komm. Ja. Zockbia, mach da das 1-1. Sehr nice. Also, ja, es war sehr, sehr durchgestümpert und ein bisschen gelackt, würde ich sagen, dass wir nochmal den Ball bekommen. Aber war auch einfach nochmal ein guter Abschluss von ihm. Und ja, ins kurze Eck rein. Neuer hat keine Chance. Sehr schön. Er grätscht ziemlich viel vor seinem Strafraum. Kann das sein? Das war schon die dritte oder vierte Grätsche, die ich gesehen habe. Schauen wir mal, ob das nicht vielleicht in die Hose geht, wenn er so viel grätscht. Sehr gut, dass wir da nochmal mit dem Thomann rankommen. Das wäre sonst sehr eklig geworden. Dann hätte er mit Aubameyang wahrscheinlich ein Tor geschossen. So, rennen wir einfach mal über außen durch. Der scheint gerade keinen Bock zu haben, mich da über außen zu verteidigen. Leider hat das dann nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Müssen wir aufpassen, dass er hier mit Robben nicht einfach so durchkommt. Hat er aber nicht geschafft. Weil ich gut verteidigt habe, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht so richtig, ob ich reinflanken soll. Aber warum nicht? Da gibt es auch eine Ecke. Sehr schön. Schöner Kopfball von De Jong war's, glaube ich. Und dann hoffen wir einfach mal auf eine gefährliche Ecke von Flamini. Und eine gefährliche Ecke. Sehr schön. Kabul war das, glaube ich.
Dann versuchen wir das Ganze direkt nochmal. Wieder Kabul. Und da ist das 2-1. Da ist das 2-1. Und Evans macht jetzt schon das zweite Tor. Evans macht auf jeden Fall jetzt schon das zweite Tor als Innenverteidiger mit dem Fuß. Sehr geil. Der hat schon mal eins gemacht. Nice. Oh, schon wieder leicht glücklich auf jeden Fall. Aber es liegt einfach an den gefährlichen Ecken. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es bei einem 2-1 bleibt in dem Spiel. Also hier fallen noch Tore. Egal ob jetzt von meiner Seite aus oder von seiner Seite aus. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier noch Tore fallen werden. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hier auch noch Tore von ihm da kommen werden. Deswegen wäre es natürlich richtig geil, jetzt hier noch ein drittes Tor zu machen. Och, das war so ärgerlich. Ihr könnt euch gerne noch mal anschauen, wie das zu dem Tor kam. Ich habe den richtigen Innenverteidiger und dann wechselt aber das Spiel einfach mal auf den falschen Innenverteidiger. Wenn ich den richtigen Innenverteidiger gehabt hätte, hier sieht man es auch mal. Der eine Innenverteidiger, Evan, steht davor. Den wollte ich steuern. Hatte den auch ausgewählt, aber dann wechselt es auf Kabul. Na toll. Und Kabul stand halt hinter Lewandowski und dadurch konnte er dann natürlich ihn nicht so gut verteidigen. Also das war... Ich kann logischerweise nicht wissen, ob es nicht trotzdem ein Kopfballtor gewesen wäre, wenn ich Evans statt Kabul gesteuert hätte. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist logischerweise höher, dass Evans da was machen kann. Ach, so kurz nach dem 2-1 hier das 2-2. Ärgerlich, ärgerlich. Also ein Unentschieden gegen den Spieler würde mir auch reichen, weil er halt schon extrem über seine Pace kommt und die auch ganz gut auf den Platz bekommt. Was es mir natürlich sehr schwer macht. Aber schauen wir mal, vielleicht kann ich hier sogar gewinnen. Also ich, Potenzial besteht auf jeden Fall, ich kann aber auch verlieren. Also ich denke, zumindest so wie die erste Hälfte aussah, kann ja beides passieren. Und, oh, das gibt's doch nicht. Ach, dieser Lacker, verdammt nochmal. Gibt's hier diesen, Pfosten wollte ich schon sagen. Gibt's hier diesen Lattentreffer, wie ärgerlich. Oh. Ach, haben wir ein Glück, wollte ich gerade sagen. Jetzt stellt sich die Frage, ob das Glück anhält. Ja. Ach, verdammt, hier hätte auf jeden Fall jetzt das 3-2 fallen müssen für uns, logischerweise. Mit dem Alu-Treffer. Och, wo passt er denn da hin? War natürlich so nicht geplant, aber okay. Wahrscheinlich mein Controller ein bisschen zu dumm gehalten, beziehungsweise ein Stick des Controllers. Aber ist auf jeden Fall ein sehr krasses und spannendes Spiel. Hier kann alles passieren. Das kann, denke ich, in beide Seiten ausgehen. Oh, war ich da noch dran? Nö, ne? Sag ich doch. Okay, ah, ich glaube, gegen den kann ich nicht kurz machen, weil er hier schon den Außen blockt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Sind das zwei Spieler? Oder steuert er einfach nur abwechselnd immer den einen oder den anderen? Hm. Flanken jetzt einfach mal raus. Da dachte ich eigentlich, dass ich den Ball bekomme. Ärgerlich. Oh nein. Ja, ich wollte halt schnell auf außen flanken, damit ich halt nicht einfach nur rausklären muss. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert, wie man gesehen hat. Okay, das war glücklicherweise kein gefährlicher Kopfball. Wie gesagt, unentschieden gegen dieses Monster an Gegner. Och, meine Fresse. Meine Fresse. War so natürlich überhaupt nicht geplant. Verdammt, er sollte über den abwerfen auf den anderen Spieler drauf. Och. Jetzt verliere ich dieses Spiel wegen diesem Kackfehler. Ist natürlich meine eigene Schuld, klar. Aber ich bin natürlich davon ausgegangen, ich hätte genügend aufgezogen, dass er den abwirft und nicht so kurz rausrollt. Dieser Trottel. Meine Fresse. Selbst wenn ich jetzt noch ein Tor schieße, würde mich das nicht freuen, weil... Ach, ich spiele ja sogar noch auf Zeit, das gibt's doch nicht. Selbst wenn ich jetzt noch ein Tor schieße, würde mich das nicht freuen, weil logischerweise... Oh. Dieses eine Tor hätte einfach nicht sein dürfen. Boah, wie ärgerlich, wie verflucht ärgerlich. Oh.
Dann ist halt immer doppelt ärgerlich, gegen so eine billige Pacer zu verlieren, logischerweise. Wobei er halt auch spielerisch nicht schlecht ist, muss man auch zugeben. Foul, foul! Was ist denn hier los? Ich meine, ich spiele gerade auf sehr offensiv, logischerweise. Aber das ist schon merkwürdig, was hier passiert. Ja, schlecht ausgespielt von ihm. Ach Mann, ist das ärgerlich. Nicht einfach, das hätte nicht, ach, ich meine, es ist schon ewig her, dass ich mal so ein scheiß Gegentor gefressen habe und so einen Fehler gemacht habe, aber logischerweise ist jedes Gegentor, was so fällt, zu viel und es hätte einfach nicht sein dürfen. Ach Mann, wir hätten so ein schönes Unentschieden schaffen können. Dieser scheiß Gegentreffer. Unverdient. Also wenn man davon ausgeht, dass es sonst spielerisch nicht verdient war, aber natürlich war es mein eigener Fehler, dieser Gegentreffer, deswegen kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Ich war mir halt so sicher, dass ich genügend aufgezogen habe und der Tormann dann halt logischerweise, wenn er genau vor dem einen Innenverteidiger steht, nicht zu dem dort kurz abrollt, sondern das Ding wegschmeißt. Das hätte so ein geiles Spiel sein können, das ist halt nicht geil. Machen wir direkt noch eins. Jetzt müssen wir aber ein paar Spiele austauschen in der englischen. Ach, ich würde sagen, das machen wir einfach beim nächsten Mal und spielen jetzt Bundesliga. Da müssen wir nämlich, glaube ich, niemanden austauschen, oder? Ah, Moment, hier muss noch einer rein. Na? So, ja, hier müssen wir keinen austauschen, dann spielen wir jetzt einfach Bundesliga und tauschen beim nächsten Mal die englischen Spieler aus. Ach, Mann. Hätten wir nicht verlieren dürfen. Wenigstens sind Unentschieden mal drinne gewesen. Ach, was für ein ärgerlicher Gegentreffer. Und das dann halt gegen so einen Spieler. Aber ist halt immer so, ne? Die pacigen Spieler haben logischerweise Vorteile, auch wenn sie vielleicht spielerisch nicht so gut sind. Das sind dann halt die Spiele, die man zu Ende macht. Wenn ich gegen irgendjemanden spiele, der ein Team hat, das halt nicht so auf Pace ausgelegt ist, dann spiele ich halt meistens dann gegen gerade gut. Dann ist das halt meistens ein Gegner, der dann innerhalb der ersten 10 Ingame-Minuten oder so das Spiel abbricht, weil ich 3 Tore geschossen habe. Zumindest war das bei den letzten Malen immer so. Immer wenn diese interessanten Teams kamen, so möchte ich sie mal nennen, weil diese pacigen Teams, die sind ja nicht interessant, die spielt ja jeder. Aber immer wenn dann diese interessanten Teams gekommen sind, dann war das halt ein Gegner, der keinen Bock hatte. Und ja, dann abgebrochen hat irgendwann. Auch hier wieder halt fast, oder was heißt fast, das ist einfach pure Pace. Sturridge schnell, Aguero schnell, Di Maria schnell, Schürrle schnell, Oxlade-Chamberlain schnell, Tiote, weiß ich jetzt nicht, aber die Hauptakteure vorne im Sturm oder im offensiven Mittelfeld, alles pacige Spieler. Aber vielleicht haben wir ja Glück und er spielt nicht so gut. Wie gesagt, der letzte Gegner hatte nicht nur ein pacyges Team, sondern hat auch gut gespielt. Vielleicht haben wir ja Glück und das ist jetzt hier anders, dass der vielleicht nicht ganz so gut spielt. Schauen wir mal. Wenn wir jetzt einen Sieg holen, dann stehen wir auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Wobei, dann haben wir, glaube ich, noch 4 Spiele und 12 Punkte. Ich weiß gar nicht, wir brauchen, glaube ich, 18 für den Aufstieg in Liga 1. Das heißt, da würden uns noch 6 Punkte fehlen. Also müssten wir dann aus 4 Spielen am besten halt 2 gewinnen. Aber schauen wir erstmal, dass wir das hier erstmal gewinnen. Mit unserer Bundesliga. Jetzt sind wir mal über außen durch. Mit Durisic. Oh! Oh, was macht er denn jetzt? Pause drücken? Spieler wechseln oder? Was hat er vor? War aber eigentlich, also es sah für mich eigentlich wie ein Foul aus, muss ich zugeben, aber war anscheinend keins. Und ich glaube, er bekommt auch den Ball noch, bevor er ins Ausgeht, leider. Falls er jetzt nicht abbricht, aber es wäre komisch, wenn er abbrechen würde. Na? Kein Bock mehr? Ich weiß gar nicht, 30 Sekunden oder 40 Sekunden ist die. Ja, er hätte den Ball noch bekommen können, war aber anscheinend nicht mehr darauf vorbereitet, deswegen. Aber immerhin bekommt er nur einen Einwurf von mir und keine Ecke. Das ist, denke ich, dann besser. Ja, hat er gut geblockt.
Deswegen leider direkt wieder ins Aus. Oh, wenn ich da direkt passe auf Drimmitsch. Aber ich dachte halt, ich kann selber durchziehen mit Dulcic. Deswegen habe ich halt nicht auf Drimmitsch gepasst. Hier ein Laufpass, der glücklicherweise da nicht ankommen kann. Gehen wir mal mit Van der Vaart rein. Auf Drimmitsch. Also bisher gefällt mir der Gegner gut, nicht ganz so aggressiv. Kann ich eigentlich bisher ganz gut austribbeln. In den meisten Situationen. Er spielt stellungsspielmäßig auch nicht so geil. Das war wieder Kacke, Mann. Ach, ärgerlich. Roulette ins Nichts. So, Berami ist da, wie immer eigentlich. Oh, zu schwacher Pass. Schade. Ja gut, gut abgefangen. Kurz ausgetrippelt. Stopp. Auf Van der Vaart. Der hat einen guten linken Schuss, der wird aber abgefälscht, deswegen nicht mehr genügend Druck. Und leider leicht abzuwehren. Hat auch so ein paar Probleme mit der Ballkontrolle, habe ich das Gefühl, was die Annahme angeht. Bei seinen Pässen. Also er nimmt wahrscheinlich immer im Sprint die Bälle an oder so. Keine Ahnung. Schwer zu sagen, was er da falsch macht. Jetzt wird er irgendwie aggressiver, aber nicht wirklich besser aggressiver, habe ich das Gefühl. Können wir vielleicht über den einen oder anderen Doppelpass hier Raum gewinnen. Aber sehr gut. Sehr, sehr gut von Zambrano war es, glaube ich. Wichtiger Zweikampf, den er da gewinnt. So, Rude ist durch. Oh, wieder abgefälscht. Oh, 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 oh! Fast ein Eigentor, dann spielt er mir in die Füße, aber leider zu straff, dass ich nichts machen kann. Oh, wie ärgerlich. Meine Herren. So. Zum Thomas zurück und neuer Spielaufbau. Ich würde sagen, das Spiel ist auf jeden Fall schlechter als der vorhergehende und auch schlechter als ich. Frage ist halt nur, ob ich hier das auch auf den Platz bekomme. Ich habe gerade noch keine richtig geile Torschance gehabt. Ich meine, okay, meine Schüsse wurden bisher auch immer abgeblockt, aber die erste Hälfte ist halt auch gleich rum. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Der hatte keine Chance und dieses war halt auch wieder ein pures Pace-Tor. Ich bin einfach nicht mehr rangekommen hier, weil auch wieder ein scheiß Stellungsspiel von Zambrano. Aber okay, damit muss ich halt rechnen. Es sind halt leider nicht die besten Innenverteidiger. Da gibt's halt manchmal Stellungsfehler und oh. So ein unschönes Tor. Wo ich halt auch persönlich wieder nichts für konnte. Der scheiß Stellungsspiel von meinem Gegner. Von meinem Innenverteidiger. Erste Chance von ihm. Erster Torschuss. Tor. Naja, wenn es so läuft, dann ist es natürlich schwierig zu gewinnen. Aber es ist erst ein Tor. Also ich kann hier noch locker ein 2-1 draus machen. Und wie gesagt, das Potenzial sehe ich auf jeden Fall. Also der spielt nicht wirklich gut. Finde ich. Und ja, es gab halt auch schon ein, zwei Chancen, wenn die ein bisschen glücklicher für mich laufen, dann habe ich ja auch schon ein Tor, aber so. Ach, einfach nur ein Kacke-Stellungsspiel von Zambrano, viel zu weit weg von Sturridge und den hole ich dann logischerweise nicht mehr ein und habe dann auch körperlich nicht die Kraft, ihn da wegzudrücken. Ja, hier sieht man es auch wieder, ein Schuss. Ich meine, ich hatte zwar auch erst zwei Schüsse, aber ich denke trotzdem, dass ich bisher die erste Hälfte eher dominiert hatte als mein Gegner. Aber nun gut, dafür sind halt die Non-Red-Teams da, damit ich hier so kleine Handicaps drin habe. Sind wir auf Offensiv, ja. Sehr schön gemacht von Van der Vaart, war es, glaube ich. Ah, etwas zu zeitig. Zu zeitig. Mit meinem. Ah, der Ball war doch eigentlich schon meine. Er macht ab und zu immer so einen kleinen Trick mit rein, aber bisher waren die Tricks immer, wenn der Mann halt nicht wirklich da ist, der Verteidiger. Das war ein Stellungsfehler von mir, das muss ich zugeben. Oh, dann bekommt er wieder so ein Tor. Diesmal war es halt ein Fehler von mir, muss ich zugeben. Das geht auf meine Kappe. Da habe ich schlecht verteidigt. Da hat er trotzdem wieder ein bisschen Glück. Ein Abpraller, direkt wieder am Fuß. War jetzt nicht wahnsinnig von ihm rausgespielt, aber war trotzdem mein Fehler. Also das 2-0 muss ich jetzt leider auf meine Kappe nehmen. Das habe ich einfach schlecht verteidigt. Kommt halt leider auch mal vor.
dann werden das jetzt hier wohl zwei Niederlagen. Also ich, also zwei Tore schaffe ich vielleicht noch, wenn es gut läuft und jetzt ein schnelles 1-2 mache. Aber ich werde, denke ich, keine drei schaffen. Dafür hat man ja einfach zu wenig Zeit bei FIFA World, leider. Gehen wir mal über außen. So, das war eigentlich gut rausgespielt, aber wieder halt der Schuss aufs Tor geblockt. So. Oh! Und wenn man dann halt aus der Entfernung das Pech hat und einfach nur den Turm anschießt, dann kann es natürlich nichts werden. Ich will auch langsam mal auf sehr offensiv gehen. Die Frage ist, seine Tricks immer sollen, wenn der Gegner nicht da ist. Also da kann er auch ganz normal trippeln und die Richtung wechseln. Da braucht er auch nicht irgendeinen fancy Trick einbauen, der wahrscheinlich langsamer ist als normaler Richtungswechsel. So, Hand ist halt leider nicht schnell. Wenn er... Ach, in solchen Situationen habe ich halt auch kein Glück, ne? Der Gegner, da kriegt man halt wieder den Ball. Und wenn halt Hand diesen Ball, diesen gelupften Laufpass richtig lupft und halt nicht so, dass der Gegner bremsen muss, dann... Ach, jetzt fängt er an hier mit seinen fetten Tricks, weil er 2-0 führt und das Spiel gleich vorbei ist. Nur, dass halt seine scheiß Tricks nichts bringen, weil er sie halt schlecht macht. So macht man das, Kollege Leichtfuß. Genau so. Ohne irgendwelche Kacktricks. Einfach ein bisschen gutes Dribbling, Gegner aussteigen lassen, dann macht man das Ding rein. Bam, da brauche ich keine sinnlosen Tricks machen. Ach, schade, dass es halt 2-1 steht. Das war echt ein geiles Tor von Trimmitsch. Jetzt ganz schnell einen Ball bekommen, dann habe ich hier vielleicht noch... Oh, komm, einen Angriff noch, gib mir noch einen Angriff. Oh, Van der Vaart, du Idiot! Ey, das war ein normaler Pass und wieder hat er so... Oh, meine Fresse! Da versaut mir Van der Vaart den letzten Angriff. Das war ein normaler Pass und er macht wieder mal einen Laufpass drauf. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das liegt wahrscheinlich an irgendeinem Attribut. Ich dachte eigentlich bisher immer, dass das Attribut Flair nur heißt, dass die manchmal während des Trippeln so einen komischen Schlenker machen und halt automatisch dem Gegner ausweichen. Aber ich glaube, Van der Vaart hat dieses Attribut Flair und er hat jetzt schon mindestens, mir ist jetzt schon mindestens dreimal aufgefallen, dass er ab und zu, wenn ich normal passe, einen Laufpass raushaut. Und das machen halt nur bestimmte Spieler. Ich weiß nicht, ob das Attribut Spielemacher ist. Das kann auch sein. Ich weiß nicht, ob Van der Vaart das Attribut Spielemacher hat. Aber es muss an irgendeinem Attribut liegen. Es gibt Spieler, die, wenn man normalen Pass macht, dann hauen die manchmal einfach einen Laufpass raus. Bisher habe ich immer gedacht, dass sie das machen, weil die Spieler denken, dass der Laufpass besser ist als der normale Pass und deswegen selbst quasi sich für diesen Laufpass entscheiden. Und ich glaube, das erste Mal, als Van der Vaart diesen Laufpass gemacht hat, obwohl ich normal passen gedrückt habe, war das auch ein guter Laufpass und ich habe dadurch ein Tor geschossen. Aber es war jetzt, glaube ich, schon die zweite oder dritte Situation, wo er halt den Laufpass in der Situation macht, wo er einfach komplett kacke war. Wie jetzt zum Beispiel. Oh, wenn er den normal auf Trimmitsch spielt, habe ich vielleicht noch eine Chance, ein Tor zu schießen. Schön. Also halten wir fest heute. Das erste Spiel verliere ich, weil ich dumm bin. Und, ja... Der Torwart halt denkt, er muss da kurz abschlagen oder den Ball kurz rausgeben und Aubameyang halt einfach ein bisschen reinbumst. Und ich verliere natürlich auch das erste Spiel, weil halt einfach es schwer ist, gegen pacige Teams zu spielen. Und das zweite Spiel verliere ich, weil der Gegner einen Tick mehr Glück hat als ich und vielleicht auch, weil Van der Vaart am Ende so einen Laufpass raushaut, weil sonst hätte ich vielleicht einen Ausgleich geschossen. Ich denke, beide Spiele, ja, gehen okay, dass ich die verloren habe, aber in beiden Spielen hätte es auch anders laufen können. Ich denke, in beiden Spielen wäre mindestens ein Unentschieden gerecht gewesen. Und eigentlich in dem Spiel hier sogar ein Sieg, weil... Ja, ich war auf jeden Fall der bessere Spieler, aber... Naja,
Was soll's, sowas kommt halt auch vor. Schade, die Saison hat richtig geil angefangen. Jetzt haben wir 4 Spiele noch offen, brauchen quasi 9 Punkte, wenn ich es richtig sehe. 9 Punkte aus 4 Spielen. Das heißt, wir müssen 3 Spiele gewinnen von 4. Und das ist schon viel. Und das mit unseren Non-Rare-Teams. Schauen wir mal. Naja, ich hoffe wenigstens, dass wir zumindest die Liga halten. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.